Also eine ganze Menge Leute ist hier, ne? Andere Leute auch. Ja, ja. Ich bin schon gewundert, wenn ihr so 35 ran, kannst du vorstellen, was da kommt. Ja. Aber wie Polizei sagt, die meisten haben keine Maske. Ich will nicht die Dinge zusammenschneiden. Also nicht vorne. Da steht nicht schon in der Hygieneforschung, im Hygienekonzept hier. Ne? Ne. Die wollen 2,5 Meter Abstand halten, da ist ja keine Maske notwendig. Falls es noch ein bisschen enger werden sollte, glaube ich, ist das doch dann wieder vorne. Ich weiß nicht so genau. Hm. Wer sind Sie da vorne? Das ist gut. Desinfektion vergessen in Deutschland. Ja, machst du dir immer einen Namen oder willst du irgendwas ins Gesicht fassen? Schönen Dank noch. Wer sind die? Schau mal, das müssen sie offen lassen, damit ein Fluchtweg da ist, denke ich mal. Ja. Aber wohin gehen wir eigentlich alle? Die stellen schon mal auf. Der hat nicht angefangen, jetzt. Wir wurden angesprochen, ich war bei den Magdeburgern dabei und das war mir nicht. Der Bismarck war derjenige, der gegen Franken, gegen Polen, gegen Und brennt.
Ich möchte euch im Vorab schon mal kurz eine Information durchgeben, die ganz wichtig ist. Bitte gebt der Polizei keinen Anlass, uns Schwierigkeiten zu machen und die Demonstration und diese große Veranstaltung, diesen legendären Tag aufzulösen oder den Maßnahmen zu ergreifen. Deswegen ganz wichtig, schaut bitte, dass ihr den Mindestabstand einhaltet. Ich sehe hinten an der Siegessäule da noch ein bisschen Potenzial. Schaut auch bitte, dass ihr in die Straße des 17. Juni hineingeht, wenn da Platz sein sollte, dass wir wirklich keine Probleme bekommen. Ich habe auch gehört, dass die Polizei mittlerweile Absperrungen aufgestellt hat, wo teilweise Leute gegen die Absperrungen laufen und dementsprechend dann natürlich eng zusammenstehen. Auch hier bitte ich die Polizei, deeskalierend zu wirken. Wir sind bereit und alle, die hier sind, sind bereit, diese Maßnahmen einzuhalten, dass wir den Abstand schaffen. Verbünde von bis zu 10 Personen aus einem Haushalt dürfen beieinander stehen. Das ist auch ganz wichtig. Und der Zug, der im Moment in der Stadt unterwegs ist, soweit ich weiß, wird später hier auf der Straße, die ihr links von mir seht, hineinkommen. Deswegen nochmal ganz wichtig an alle, die das jetzt hören, achtet bitte auf den Mindestabstand. Es gibt natürlich die Alternativen, dass ihr eine Maske anziehen könnt, wenn ihr den Mindestabstand nicht einhaltet. Es ist wichtig, das Wetter passt. Frieden für die Wahrheit. Und danke, dass ihr da seid. Wichtig, dass wir uns ein bisschen verteilen, damit wir hier wirklich starten können. Bitte, bitte schaut, dass wir haben extra eine ganz große Fläche für euch alle bereitgestellt. Darum, das beste Bild zu haben. Wir schicken jetzt unsere Ordner an die Außenseiten. Gutes Bild haben. Also bitte redet alle miteinander, nutzt die Fläche. Was haben wir noch? Hofjägerallee ist auch noch Platz. Also auf gut Deutsch. Jede Straße, die von der Siegessäule wegläuft, hat Platz. Wir bewegen uns jetzt alle langsam raus. Das fängt langsam an und wir beobachten das von oben. Das sieht schon recht gut aus und ich denke, in 5 bis 10 Minuten ist das hier alles im richtigen Abstand mit Menschen geflutet und dann können wir wahrscheinlich sogar pünktlich anfangen. Okay. To have somebody to translate this. To all people here, we need to have at least 1.5. Ragazzi, abbiamo bisogno di distanziare un pochino. La polizia sta chiedendo di prendere un po' di distanza tra le persone, circa 1.5 metri, quindi basta allargare le braccia per capire più o meno la distanza. Bisogna fare spazio perché sennò non ci fanno cominciare. Quindi se riuscite a spostarvi un pochino indietro verso il parco, circa indietro. Bisogna collaborare, sennò ci fermano. Noi oggi dobbiamo fare la storia qui e dobbiamo permettere al Bobby Kennedy di salire sul palco. Quindi contiamo sulla collaborazione di tutti.
cambiamo questo scenario, cambiamo la storia. Hej Sando, hej hej till alla norrmän och svenskarna och människor från Danmark. Det är så att är snälla och hålla avstånd från minst 1,5 meter från varandra. Det är så om ni är i ett hushåll så kan ni sticka ihop, men annars ni måste hålla avstånd. Och det är så. Det är tillgänglig plats i alla gatorna som går här från runden och är snälla och går till dit så att det står inte så trångt. Ja, välkommen till Berlin och ja, lycka till! Hur många människor finns det i Deutschland in Deutschland? 9000? Dzień dobry! Tu jest Polska z nami! Kochani, potrzebujemy waszej pomocy. Musimy zrobić więcej miejsca, rozejście się pod ulicach, na lewo, na prawo, bo policja nam nie pozwoli prowadzić dalej tej demonstracji. Proszę, pomóżcie nam. Gdzie jesteście? Pokażcie się. Dziękuję wam. Jó napot kívánok Magyarországról, jössz valaki? Hú! Nagyon szépen megkérjük, hogy tartsátok meg a 1,5 méter különbséget köztetek, és csak úgy tudjuk tovább csinálni ezt a demonstrációt. És kérjük szépen, hogy menjenek az utcákra, amelyik idefele jönnek. Nagyon szépen köszönjük! Was wollen wir sehen eigentlich? So now we need every language. We didn't have... Okay, Michael, okay. We're fine? Maybe Czech Republic, no? Okay, thank you. Ja, ich bin wieder ganz beeindruckt, was wir hier zusammen erreichen, wie viele Nationalitäten da sind, wie toll wir hier zusammenarbeiten. Wir haben jetzt die Kinder auch, die Kleinkinder auch gemacht, dass ihr seht, wie schön das aussieht. Ich habe gerade die Bilder von der Kamera, vielleicht hat die Regie. Wenn du nur stehst, dann scheiße. Wenn du gehst, kein Problem. Mhm. Aber wenn du stehst, dann. Guck mal da. Na? Ist der Baum? Ja, weil sie überall schon. Andere Seite. Ja, bestimmt, aber für eine Bundesfrage. Berlin! Das Freiheitsheerum ist ausgebrochen! Ich habe gerade Backstage den Doktor gefragt, was das heißt. Das heißt, wir sind weg! Frieden positiv! Der nächste Redner braucht keine große Vorstellung. Bitte! Bitte!
Das ist nämlich ganz egal, was auf der Bühne stattfindet. Wichtig ist, dass ihr alle da seid. Einen Applaus für euch selbst! Wir sind nämlich keine Kommission vor der Ebene Wissen oder sonst was. Wir sind bürgerliche Feindliche. Wir haben nur keine Antworten mehr. Attention. The virus of freedom spread all over Berlin and all over the world. Ich begrüße alle freien Menschen auf dieser größten Demonstration der europäischen Geschichte. Dies ist die größte Demonstration für Freiheit. Welcome to all free people to this biggest demonstration of freedom in European history. Mein Name ist Heike Schöning, ich bin Arzt und Mitbegründer der Ärzte für Aufklärung. Auch in diesem Buch, Corona-Fehlalarm, das Spiegel-Bestseller Nummer 1 ist. Es wird auch jetzt auf Englisch auch übersetzt. Und wir haben es in mehreren Sprachen auch zum Download auf der Seite Ärzte für Aufklärung. We defend the Bill of Rights of the suffering people. Their health is under attack by organized crime. Crime is being committed to vaccines and to other bad things. Organized crime in a worldwide fashion is stopped. Meine lieben Mitbürger, wir müssen zur Kenntnis nehmen, es gibt organisiertes Verbrechen und es gibt es auch im Weltmaßstab. Wir haben eine Gleichschaltung in der ganzen Welt. Wir sehen es einfach, dass dieses Coronavirus nicht die Toten fordert. Zum Glück auch nicht diese Kranken in den Krankenhäusern da sind. Das sehen die Ärzte überall. Es ist eine Täuschung. Und in der Mitte steht was? Die Wirtschaft. 2008 gab es schon den Crash. Nur dann war klar, es waren die Banken und ihre Besitzer. Und jetzt... Wie viele Straßen gibt es hier? Wie viele Straßen gibt es? Habe ich dies schon in einem Interview am 11.09.2019 auf der Plattform KNFN gesagt. Schaut euch das alles an. Da sind die einfachen, klaren Fakten. Es gibt diese Kriminellen, diese organisierte Kriminalität. My dear citizens, I was the one who presented the facts in September 2019. And I predicted that this, with this coronavirus, will happen. That's not a joke. It's just the facts. It's organized crime. Und meine lieben Mitbürger, wir müssen jetzt zur Kenntnis nehmen, dass unser Gesundheitsminister Spahn, er hat bereits 300 Millionen Impfdosen gekauft von der Firma AstraZeneca. Und wer ist der Hersteller? Der Hersteller ist eine kriminelle Firma, und zwar Immersion Biosolutions, die sich umbenannt hat, früher hießen sie Bioport, und 2001 waren die auch, die den einzigen Impfstoff in Antarktis hatten. Es ist einfach so. Genau das gleiche Muster, was wir jetzt mit Corona haben, haben diese Verbrecher schon 2001 mit Antarktis gemacht. Und sie haben auch eine weltweite Panik gemacht. Nur, dabei ist rausgekommen, dass dieses Antrags von der US-Armee selber kam. Das war ein inländischer Anschlag. Das ist alles bewiesen. Und wir müssen einfach nur die Fakten zur Kenntnis nehmen. 2001, there was this anthrax attack in September and October. But this created a great panic, same like coronavirus now. Go back to the facts. And there was a company, Immersion Biosolution, who had the only vaccine. And the same people, the same company, is now making a lot of money by selling European and German government more than 300 million doses of vaccination. Immersion Biosolutions. These are facts.
and we say no to Mafia, no to organized crime. Nein zur Mafia, nein zur organisierten Verbrechen. Und ich möchte schließen. Es gibt dieses organisierte Verbrechen, ja. Aber wir lassen es nicht mit uns machen, wir stehen auf. Und deswegen, wunderbar, ich glaube, heute sind 2 Millionen da. Und wir werden weiter sprechen und wir werden weiter unsere Rechte selber in die Hand nehmen. Wir haben auch einen Corona-Untersuchungsausschuss gemacht. We the citizens, we have the power. We don't need this organized crime. We organize the COVID-19 Extra-Parliamentary Inquiry Committee. And we can do much more. We have the solution. Mahatma Gandhi of India. He showed us a way how to do this. In India, there was the British Empire. The British Empire in Mumbai, India. And he had simply, he said, just, we do not cooperate. We do not work for you. We do not buy your goods. Yeah? We produce our own things and say thank you and say goodbye. And he succeeded. India is free now, and they had now in their flag the symbol of this freedom. They created their own companies. Meine lieben Mitbürger, es gibt auch etwas Gutes. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, diese organisierten Verbrecher haben diese Strukturen seit Jahrzehnten aufgebaut. Wer wird jetzt profitieren davon, dass die Wirtschaft so kaputt gemacht wird, und zwar absichtlich? Es sind die großen Konzerne. Die haben das Geld, das hier auszuhalten. Die werden es einkaufen zu billigen Preisen. Ja? Und dann wird wieder the Great Reset gemacht, der große Neuanfang. Und deswegen sagen wir einfach, nein, danke, ihr Ausbeuter, ihr Verführer. Wir arbeiten nicht für euch, erstens. Wir kaufen nicht bei euch. Zweitens, wir schaffen unsere eigenen Unternehmen. Wir brauchen euch nicht. Und wie wir das finanzieren, wie schaffen wir das denn? Wir brauchen von unserem Microsoft und all die anderen, brauchen wir nicht. Wir können es allein in die Hand nehmen mit besseren Produkten, mit besseren Dienstleistungen. Wie wir das finanzieren, ist in der Wirtschaft drin. Wir können es mit nur einem Cent pro Tag von jedem von uns. Dann können wir das schon anstoßen. Auf wirkraft.org ist es beschrieben. Und wer es nicht glaubt, der kann einfach schon mal niedrig das durchspielen. Denn es gibt dieses Spiel, wir haben sie auch hier zu ein paar hundert da. Ladies and gentlemen, we have a solution, we have a plan. I not just have a dream, we have a plan. And it's not I have a dream, we have a plan how to cope with this organized crime. We do not work for you. We do not work for the organized crime. We do not buy from the organized crime. We start up our own companies. And how we do this, how we finance this, with so-called we power. It's just 1 cent per day from everyone. So we are able to finance this, the change for independence of organized crime. Und damit schließe ich. Wir haben die Kraft, uns von diesen organisierten Verbrechern, die auch dort im Reichstag, in Indien,